14.02.2024, Kalima. Heute hat sich in Playa del Inglés die Staubkonzentration, auch Kalima genannt, bis zur Mittagszeit immer noch gezeigt, was aufgrund der Atemwegserkrankungen nicht gut ist. Am Nachmittag ist Kalima weggeweht worden. Hier nun die Prognose der Universität von Athen zur Kalima-Entwicklung der nächsten Tage. Zuerst eine kurze Erläuterung der Symbole auf der Karte. Oben links, das Concentration near ground bedeutet Staubkonzentration am Boden. UGR M3, auch GM Kubik, heißt Mikrogramm pro Kubikmeter. Oben rechts, Wochentag, Datum, Uhrzeit, UTC, koordinierte Weltzeit. Unten, Farbbalken in hell bis dunkelbraun von 1 bis größer 1000 Mikrogramm pro Kubikmeter. Das bedeutet, je brauner im weißen Kreis die Farbe ist, umso mehr Staubpartikel befinden sich auf den Kanaren in der Luft. Hallo, wenn ihr keine Infos verpassen wollt, lasst ein Abo da und schaut mal, hier sind aktuelle Videos, klickt da auch gerne mal rein. Vielen Dank.